Na, was ist los hier mit dir, ha? Magst du in die Fresse? Magst du in die Fresse? Bam, tot. Und du? Hä? Hä? Fuck! Hallo und herzlich willkommen zurück bei I Am Alive. Und ihr wisst natürlich, nur echte Männer schreien wie kleine Mädchen. Jawohl. Wir sind beim letzten Mal genau hier stehen geblieben, haben dieses Tor aufgemacht, wurden auch davor noch, wir waren noch Zeuge, wie. Oh, scheiße. Sie stehen mehr der Gegner gegenüber. Sie ziehen sie nicht mit ihrer Pistole, lassen sie sie näher kommen und überraschen sie mit X. Okay. Und. Bah! Sie haben eine Kugel gefunden. Überlegen Sie gut, bevor Sie schießen. Kugeln sind sehr selten. Okay. Okay, pass auf, mein Freund. So, dann schlagen wir nieder. Oder kommen wieder welche? Na, kommt schon, ich habe eine Kugel für euch. Mach dich locker, ich mach dich gleich tot! Oh, shit. Shit, 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 shit. Fuck, 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 fuck! Oh, was war denn das jetzt? Tja, da bin ich down. Shit. Okay. Okay, du kannst mich sehen. Und... Ah! So, willst du auch? Willst du auch? Pass auf, mein Freund. Pass auf, mein Freund. Okay, ich gewinne. Ich gewinne. Ja, ich weiß, dass ich gewinne. Und attacke. Sehr schön. So, was wollen die zwei jetzt? Pass auf, meine Freunde. Pass auf, ja? Schwerer Kill. Scheiße. Aufpassen, aufpassen. Ich schieße, ja? Ich schieße, ja? Ja, bist du wirklich nicht. Ah, die sind schwer zum Töten. Scheiße, was mache ich jetzt? Okay, okay, okay. Ich bin weg, Leute. Glaubst du, dass ich zu viel Angst habe zu schießen? Du denkst dir falsch. So, dann werden wir jetzt hier drüber schicken zur... Zur Klippe. Komm schon. Noch ein bisschen zurück, mein Freund. Geh noch ein bisschen zurück. Zurück, du Arschloch. Komm schon. Und weg mit dir. Jawohl. So erledigt man das. Okay, ich muss Dinge in den Rucksack, weil ich habe jetzt einiges an Leben verloren und müssen uns jetzt hier noch heilen. Da geht die Ausdauer hoch und das Leben wieder ein bisschen. Ja, ich spiele hier auf schwer. Ich muss mich hier noch ein bisschen reinfinden. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt hier diese Typen looten kann, aber so wie es ausschaut, nein, die kann man nicht looten oder dergleichen. Ist gut zu wissen. Und ja, das heißt, die Kugel, die ich davor hatte, musste ich sogar, glaube ich, verwenden, weil sonst wäre der eine nicht weggegangen mit Angst. Ja, also ich musste ich das machen. Schmerzmittel habe ich aufgehoben. Wunderbar, da haben wir natürlich hier gleich und damit, ja, wiederherstellen wir unser Leben. Gut, das müssen wir jetzt aber gar nicht machen. Wir müssen jetzt nämlich weiterlaufen. Okay, ich schätze mal, hier gibt es gar nichts mehr. Kurz mal auf die Map geschaut. Wo ist nochmal die Map? Auf... Ich hab's vergessen. Auf Y. Okay. Gut. Okay, dann müssen wir hier, glaube ich, nach rechts rüber. Genau, hier geht's weiter. So, wunderbar. Ist auch immer schön, dass es hier so angezeigt wird, wo es weitergeht. Das finde ich super. So, öffnen. Und mach auf den Scheiß da, jawohl. Naja, ein bisschen schwach ist er schon. Also ich würde das normalerweise mit einem Kick machen, mit so einem Chuck Norris Roundhouse Kick und weg wär's. Okay, dann mal runter hier. Oh, hier haben wir wieder was. Was ist denn das? Ist das ein Medikit oder was? Ja, ein Erste-Hilfe-Kasten aufgehoben. Oh, sehr schön. Also wir haben jetzt einen Erste-Hilfe-Kasten, das heißt, ich kann damit auch mein Leben wieder voll machen. Das ist sehr schön. Okay, ich schätze mal, hier geht's nirgends woanders weiter. Ja, also die Wege sind hier wohl ziemlich... Karte aktualisiert mal wieder. Ja, die Wege sind halt hier eben ziemlich begrenzt. Also wenn man hier denkt, man hat hier irgendwie eine offene, freie Welt, dann ist man hier falsch. Es macht nur den Anschein, dass es so ist. Ah, jetzt kommen wir hier zum Soda-Getränk. Wunderbar. Soda-Getränke, die bringen mir wahrscheinlich nur Ausdauer. Okay, also Getränke bringen mir Ausdauer, Essen bringt mir auch ein bisschen Leben. So viel wissen wir da mal. Das ist gut. Sodale. Okay, hier war ich noch nicht in dieser Seitengasse. Hooligan. Okay, hier sind wieder welche. Oh. Hallo.
accidentally stabbed him. He's gonna bleed to death if we can't find something to treat this wound. Soll ich es ihm geben? Ich kann es selber gut gebrauchen. Ich meine, ich spiele hier auf Haudegen, Leute. Ich brauche das selber. Tut mir leid. Ich werde dir nicht helfen. Nein. Are you going for help? Ja, komm, da hast es. Meine Fresse, ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, auch wenn es nur ein Spiel ist. Ja, bitte. Sie haben ein Opfer gerettet, dafür erhalten Sie eine zusätzliche Wiederholung. Das erhöht auch Ihre Endpunktzahl. Sehen Sie? Ah, man sieht auch eine Endpunktzahl, bekommt man da auch noch. Okay, 1 von 20 Opfern geholfen. Und eine Wiederholung bekommen dafür. Alles klar. Erdbeben. Also war es eine natürliche Katastrophe. Also die Katastrophe ist schon vor einem Jahr passiert, wie es aussieht. Und Erdbeben waren das und so weiter. Also war es eine natürliche Katastrophe. Okay. Alles klar. Ja, sowas könnte hier wirklich mal passieren. Das weiß man ja nicht. Das tut weh. Ja, ja. Okay. Gut, dann schauen wir, dass wir jetzt irgendwie weiterkommen. Oh, da ist einer. Oh, whoa, hey, oh, shit. Hab mich direkt erschossen. Ha, hätte ich wohl nicht meine Waffe ziehen sollen bei der. Okay. Gut, ich muss da jetzt also cool bleiben und nicht meine Waffe ziehen, weil die schießt auf mich. Die schießt auf mich, die blöde Sau. Ich mach nichts. Ich will nur vorbei, Lady. Tu mir nichts. Ja, schon gut, okay. Also bei manchen... Ja, ich komme nicht wieder, keine Sorge. Bei manchen sollte man also nicht die Waffe einfach so zücken und ins Gesicht halten. Die könnten zurückschießen, eventuell. Oh Mann, ich bin so blöd ab und zu. Hier gibt's gar nichts. Alles klar. Ja, ich weiß auch nicht, ob sich wirklich hier so viel bringt, die ganze Gegend hier abzusuchen, weil... Ich schätze mal nicht, dass sie daran gedacht haben, hier überall irgendwas zu verstecken oder irgendwas... Irgendwas, was es wert wäre, sich anzuschauen. Ich glaube nicht. So. Oh Mann, der ist hier direkt neben dem Auto. Ach du heilige Scheiße. Ah, und außerdem sieht man eh, kann man eigentlich eh nichts übersehen, weil alles leuchtet hier so schön auf. Was haben wir denn da? Schmerzmittel haben wir aufgehoben. Wunderbar. Okay, schauen wir nochmal ganz kurz auf die Karte. Ja, da ist das Apartment. Das müsste eigentlich hier links sein. Ja, da ist es auch. Und da sieht man ja auch schon, dass es hier schön aufleuchtet. Okay, dann schauen wir mal hinein. Trautes Heim, Glück allein. Mary? Julie? Are you there? Naja, das sieht nicht so aus, als ob hier irgendjemand ist. There's no one here. Nein, niemand zu Hause. I remember that day. What's this? Da ist ein Brief. We have to go now because of the earthquakes. The evacuation team is waiting for us. We'll be taken to one of the emergency shelters. It's very hard to get precise information about the evacuation plan. I have no idea where we'll be in the next hour. If only you were here. I would tell you that I forgive you. For everything. For now, all we can do is pray that you're alive. And if you are, I know you'll come back here. We'll try to stay in Haventon. But we'll go wherever's safest. With Mary, I can't take any risks. We love you. Not a moment goes by that we're not thinking about you. Try to find us. We'll be waiting for you. Julia Mary, May 23rd. I am alive. May 23rd. That's almost a year ago. Es ist ein ganzes Jahr her. Heilige Scheiße.
so sorry that you've had to go through all this without me. Earthquakes, dust storms. Then what came next? The food shortages, hunger, thirst. Where could you be now? This year was so long already. While I walked back, I was thinking, I was just hoping to find you standing here. How could I? Oh, shit! Alles klar, also es ist niemand zu Hause, Leute, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Keiner ist at home. Und ja, schauen wir uns hier noch ein bisschen oben um. Vielleicht finden wir irgendwo noch irgendwas, was wir halt irgendwie gebrauchen könnten. Oh, guck mal, das ist ein Raving Rabbit. Cool. So, mal schauen, ob wir vielleicht irgendwie doch noch irgendwas finden, aber ich denke mal nicht. Nein, ja, dieses Spiel ist halt ja schon ein bisschen älter. Ja, das ist nicht das Neueste. Ja, hier ist natürlich nicht so alles toll gemacht wie bei The Last of Us, aber wir wollen das Spiel nicht schlecht machen, es ist trotzdem gut. Und ja, jetzt holen wir uns hier nochmal einen Obstsalat. Sehr schön. Alles klar. Gut, dann gehen wir hier mal wieder raus. Wir müssen sie nämlich jetzt finden. Es wird, glaube ich, was? Mami? Mama? Wo? Was? Karte aktualisieren? Okay, das ist da drüben hier. Das ist ein kleines Kind. Scheiße. Mary. No, no. Lauf doch nicht weg, Kleine. Ist das Mary? Mary. Wir rennen die weg. Wo ist sie hin? Scheiße. Kommt drüber da. Wie sind die da durchgekommen? Ist die unten durch oder was? Ja, oben drüber sicher nicht. Nein, du Trottel. Lass dich fallen. Lass dich fallen. So, runter. Jawohl. Ich muss mich doch mit der Steuerung ein bisschen hier zurechtfinden. So, du Kleine, komm her. Lauf nicht weg! Tu dir nichts! Bin kein Vergewaltiger! Okay, schnell rüber da. Mary, it's me. Okay, Mann, du Kleine, lauf nicht weg, du kleine Göre! Komm her! Ah, shit, jetzt ist sie da unten durch und dann komme ich nicht nach, oder was? Na, toll. Scheiße. Komme ich da jetzt hinein? Hm, muss ich einen Weg da hineinfinden, na toll. Ich schätze mal, darüber springen. Oh. Ist das seine Tochter? Nee. Die Tochter wird sich doch nicht von. Die wird doch nicht vom eigenen Mann weglaufen. Von eigenem Vater. Oder weiß sie gar nicht mehr, wie er ausschaut nach einem Jahr. Kann das sein? Naja, ich weiß nicht. Okay, hier sind wieder zwei Typen. Oh, shit. Ja, komm, überraschen Sie mit X. Ja, ja, das wissen wir schon. Okay. Ich werde mal erst den hier mit der Pistole nehmen. Okay. Shit, 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 shit. Ah, nein. Neustart vom letzten Speicherpunkt ist möglich. Na toll, ich bin wieder verreckt. So ein Scheiß, Mann. Ich hätte aber fast geschafft. Also ich weiß, dass ich den einen da jetzt, was? Nicht im Ernst, oder? Wisst ihr, wie weit ich jetzt hinten bin? Fuck! Nee! Es ist ja viel zu weit hinten. Okay, die Checkpoints sind hier wirklich sehr scheiße. Muss ich das nochmal machen hier? Gut, zumindest kann ich jetzt durchrushen. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Und wo ich hin muss. Oh Mann, das regt mich jetzt aber gerade auf. Dieser Part wird ein bisschen länger, Leute. Das könnt ihr euch jetzt schon vorstellen. Ja, das wird sicher jetzt um die 25 Minuten oder so gehen. Ich habe auch keinen Bock, das irgendwie zu cutten oder so. Ich mache das jetzt einfach. Mann, so ein Scheiß, ey. Oh Mann. Das regt mich jetzt ein bisschen auf. Could force open this gate with something. Huh? Hey you! Have you seen? Hey, wait, no! Geh zurück da! Da. Das ist echt hart. Vielleicht sind die Checkpoints auch normal besser gewesen. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Vielleicht waren sie es, vielleicht nicht.
Keine Ahnung, aber ja, wir machen das jetzt hier nochmal schnell. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. So. Jetzt weiß ich ja, wie ich alles machen muss. So. Also im Nahkampf kann der gar nichts. Ah, das sind also die Wiederholungen, letzten Kontrollpunkt. Und wenn dann bin ich wieder beim letzten Speicherpunkt und dann bin ich wieder ganz am Arsch. Na toll. Okay, komm her. So. Okay, dann machen wir jetzt hier K.O. Und da drüben kommen jetzt die zwei. Da muss ich einen von den beiden erschießen und den anderen dann auch K.O. schlagen, das weiß ich ja. So. Na, was ist los hier mit dir, ha? Magst du in die Fresse? Magst du in die Fresse? Bam, tot. Und du? Hä? Hä? Fuck! Okay, 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 komm, komm. Zurück, zurück. So, du musst jetzt in den Abgrund. In den Abgrund, du Arschloch, weil er ist ein schwerer Kill, den kriege ich hier so nicht. So, komm zurück. Zurück, du Arschloch. Ja, ja, noch ein bisschen zurück. Noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Komm, noch ein bisschen. Ein bisschen noch, ein bisschen noch. Ja, nicht mal viel, nicht mehr viel. Ein bisschen, ein bisschen. So, und jetzt. Tschüss. Da ist er down. Wunderbar. So. Jetzt machen wir weiter hier. Nee, hier, ja genau, hier gibt es noch eine Dose. Genau, Schmerzmittel gab es hier noch. Das weiß ich. Also, wenn ich hier mal in Ärger, wenn ich hier mal Ärger bekomme, dann ist es wirklich heftig. Also, dann habe ich wirklich, bin ich wirklich im Arsch. Ja, dann bin ich echt im Arsch. Wie ihr gerade gesehen habt. Und jetzt muss ich hier alles wieder neu machen. Also, das ist schon ein heftiger Shit. Also, ich sollte so vielen Menschen wie möglich helfen, damit ich viele Wiederholungen bekomme. Ja, ich sehe es jetzt schon, weil sonst bist du wieder im Arsch der Welt, hey. Das ist echt heftig. So. Naja, hier haben wir wieder das Medikit. So, nehmen wir es. Und dann müssen wir, glaube ich... Warte mal, wo war denn das? Hier war das, genau. Ah, wartet mal, links gab es ja auch noch was zum Holen. Ich sollte mir natürlich alle Sachen wiederholen, die ich mir schon mal geholt habe. Das sollten wir unbedingt machen. Ja, ja, meine Ausdauer ist gerade im Arsch. So, dann müssen wir nur ganz kurz stehen bleiben, dann ist sie wieder voll. Macht zwar nicht wirklich viel Sinn, aber so ist es halt hier. So, so der Getränk. So, sprinten, 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 sprinten. Immer schön im Auge behalten, die Ausdauer. So, und jetzt, hier. Ja, ja, mir hast du das Medikit und halt die Fresse. Bitte. So, ja, ja. Passt, wir haben jetzt wieder eine Wiederholung. Und, schauen wir, dass wir hier weitermachen. So, mit der werden wir hier gar nicht interagieren. Laufen wir einfach dran vorbei. So. Ich hoffe, dass man die eine Sequenz da überspringen kann. Sonst cut ich sie raus. Okay. Schmerzmittel aufgehoben. Ja, ja. So. Da, 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 da. Da sind wir wieder. Hallo. Daddy's home. Hier ist niemand. Ja, wem hätte es gedacht? Und lass mich bitte die Sequenz überspringen können. Ich denke nicht. Nee, haben wir natürlich nicht. We'll be taken to one of the emergency shelters. It's very hard to get precise information about the evacuation plan. I have no idea where we'll be in the next hour. If only you were here. I would tell you that I forgive you. For everything. For now, all we can do is pray that you're alive. And if you are, I know you'll come back here. We'll try to stay in Haventon, but we'll go wherever's safest. Heute gehe ich jetzt. Mary, I can't take any risks. Finde ich scheiße, dass man das immer wieder hier wiederholen muss, wenn man eh vielleicht dann verreckt ist und so, ja? Das ist scheiße. Try to find us. We'll be waiting for you. Julia Mary, May 23rd. May 23rd. That's almost a year ago.
Das kann ich auch nicht überspringen, oder? Doch, kann man. Zwischendurch kann ich überspringen. Yay, man kann's. Gut. So, dann holen wir das hier gleich. Und ja, machen jetzt gleich, dass wir hier weiterkommen. Mary. Kleine Drecksau, rennt wieder weg hier. Mary! So, folgen wir dir mal wieder. Wir wissen ja schon, was passiert ist. Mary, wait! Ja, ja, Mary, wait. So, dann hier rüber. Mary, it's me! So, dann muss ich mit dem einen Typen, da muss ich wirklich aufpassen. Also, da bin ich echt davor Scheiße gebaut. Da muss ich den einen gleich töten. Also mit der Machete in den Kopf. Oh, shit. Das wollte ich jetzt nicht. Alter, habt ihr das gesehen? Boah, voll im Bug. Scheiße. Das war jetzt aber echt creepy. Warum war ich da wieder 100 Meter weiter drüben? Da, komm, hoch hier. Oh, Mann. So, jetzt bin ich dann wieder hier in dieser Stelle. Jetzt hoffe ich, dass ich es hinbekomme. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Also man muss hier wirklich aufpassen, wenn man hier mit diesen Typen interagiert. Also den einen die Kehle durchschneiden, den einen erschießen. Und was ich mit den anderen dann mache, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass das dann ein leichter Kill ist. Okay. Look what just wandered into the spider's web. You really don't like strangers. Jawohl. Okay, was ist los? Ich muss das so machen. Anders geht's nicht. Ich will da nicht in den Nahkampf kommen oder sonst irgendwas. What's your name, sweetie? I'm May. I have a daughter almost the same age as you. Here, you can take it. You're safe now. Here, take a look at this. It's okay. Take it. You see that? That's me. What did you do to them? Them? I made sure they wouldn't bother you. Linda? Linda, you there? Why won't you answer me? Henry? May, thank God. Where's your mother? Mommy never came back. Where are you? Are you all right? Yeah, I'm okay. I'm with the nice man. Man? What man? Let me talk to him, sweetie. Hello. What do you want? What I want? I want nothing. Look, man, I know the score. All right, I got food, water, batteries. Bring me the girl. You'll have what you need. You got it? Sure, man. I got it. Listen, the little girl doesn't look so good, and I think we're about to have a storm. So we need to get off the street. Where are you? Close to State Street, near the Arboretum. Then get to the mall. Probably the safest place for the time being. Come on, sweetie. We gotta go. The mall took less damage than most of the other buildings in the city, so it's still pretty stable. When the quake settled a little, the mall was set up as an emergency shelter. It was sealed up to keep out the dust, keep people alive. The windows have been boarded up and all the ventilation sealed. You and May should be safe there, at least for a short while. Alles klar, so geht's jetzt auch zum Mall. Gut, aber davor müssen wir hier natürlich das hier aufmachen und so, wir machen jetzt auch einen kleinen Cut, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein, wir sehen uns. Ciao.